Die 200 Ranking-Faktoren von Google, Teil 4. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INIM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Banklinko.com hat eine Liste mit den 200 Ranking-Faktoren von Google rausgegeben. Und ich denke, die trifft es ziemlich gut. Heute Teil 4 und es geht um den Inhalt. Punkt 31, Outbound, also ausgehende Links. Ausgehende Links sind grundsätzlich gut, wenn Sie auf eine autoritäre Seite gehen, also wenn Sie auf gute Seiten zeigen. Das ist der Punkt 31, also nicht irgendwo hinlinken, sondern auf gute Seiten. Und der Punkt 32 sagt dann auch, dass man im Thema bleiben soll. Und schauen Sie also nicht, dass Sie wie in dem Beispiel hier von einer Automobilseite auf ein Kinoprogramm linken, das kann für Google verwirrend winken. Dann Grammar und Spelling, Rechtschreibung, Orthographie und so weiter scheint Google offenbar zu bewerten. Ich bezweifle das zumindest, was den deutschsprachigen Raum betrifft. Dann geht es hier um kopierten Inhalt. Ist Ihr Inhalt der Originale? Schreiben Sie sowieso immer alles selber und kopieren Sie nicht von fremden Seiten Inhalte. Das geht dann auch wieder ins obere Thema Duplicate Content rein, also gleicher Inhalt wie andere Seiten. Dann werden Sie nicht indexiert. Das bringt überhaupt nichts. Schreiben Sie Ihren Content selber. 35, da geht es um erweiterte Tools und Content auf einer Seite drauf, also beispielsweise hier ein Währungsrechner einbinden auf einer Bankseite, das lohnt sich auf jeden Fall, dann bleibt der Besucher auch länger auf der Seite drauf, also auch von dem schon mal ein Vorteil. 36, die Anzahl von rausgehenden Links, das würde ich nicht übertreiben, zu viele Links, die rausgehen, sogenannte Do-Follow-Links, also Links, bei dem man Google auch sagt, dass du denen nachgehen sollst, würde ich vermeiden. Multimedia, das bringt auf jeden Fall was, Images, Videos und so weiter, dass man die einbindet, das kann ein Qualitätsfaktor sein. Number of internal links to pages, das ist sicherlich auch was, verlinken Sie intern gut, das bringt was, das zeigt Google, was wichtig ist. 39, Qualitätslinks, also Links von der Startseite, interne Links. Was von der Startseite angelinkt wird, ist wichtiger als das, was eben nicht von der Startseite angelinkt wird. Darum ein entscheidender Faktor, Ihre Haupt-Landing-Pages, linken Sie sie von der Startseite an, das hilft auf jeden Fall was. Und dann noch die Broken Links, schauen Sie, dass Sie da nicht zu viele davon haben. Da gibt es Tools, mit denen Sie das messen und eliminieren können. Broken Links, gebrochene Links, Links, die eben auf eine Seite führen, die es nicht mehr gibt, schon auf jeden Fall. Das sind also die Faktoren 31 bis 40 aus dem Content-Bereich raus. Würde mich natürlich interessieren, was ihr davon hält. Kommentare, wie immer hier abonnieren könnt ihr hier. Es wird weitergehen. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INIM AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.